halb zwei in Prag und wir gehen heute ins jüdische Viertel. Ich habe noch nie so viele Leute vor einer Uhr stehen sehen. Die kann wohl irgendwas Besonderes. Vielleicht explodiert sie. Jetzt. Stehen jetzt 200 Leute, um einfach eine Uhr beim Schlagen zuzusehen. Voll spektakulär. Wir gehen jetzt Segway fahren und ich kann leider meine große Kamera nicht mitnehmen. Deswegen muss ich jetzt in den Tresor. Ich habe einen blinden aufbekommen. Cool. In Prag ist Cannabis wohl legal. Auf jeden Fall durfte ich so Cannabis-Lolli kaufen. Mit 16. Und der Verkäufer hat noch nicht mal komisch geguckt. Und da war irgendwie Chinese. Und wo ich mir dachte, warum? Wir haben den kleinen Eiffelturm gefunden. Das Ding sieht halt genauso aus. Stimmt? Ja. Man sieht nichts. Wir fahren zwar schon ewig im Regen, aber es macht trotzdem so sau viel Spaß. So Leute, wir kommen gerade von der Segway-Tour zurück. Ich konnte heute leider nicht so viel filmen, weil ich durfte nicht während dem Fahren filmen. Und auch in dem ganzen jüdischen Viertel durfte ich auch nicht filmen, sondern nur Fotos machen. Deswegen ist es heute ein bisschen fotobelastiger als sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen oben da. Und ich will nur noch ins Zimmer. Die Blindenschrift sogar. Ich will nur noch ins Zimmer, aber die beiden da unten. Vier Becher Eiskohl. Wir holen uns hier nämlich immer Eis. Shit, hab ich. Open the door. Ja. Nur so ganz dumm als Frage, wann wollt ihr das Eis essen? Jetzt? Als ob ihr das jetzt noch komplett schafft. Ja, Leute, wollte so viel. Okay. Gute Nacht. Ich hoffe, man sieht mich, weil es ist dunkel. Cannabis ist hier nicht legal, da ist nur ein blödes Hanfblatt drauf. Na und?